Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships mit Yashio. Viel Spaß beim Zuschauen. Dann hauen wir direkt den nächsten hinterher, würde ich sagen. Wir haben im Angebot Color. Ja. Colorado haben wir. diesmal kein Flugzeugträger. Gefällt mir sehr gut. Und nur zwei Zerstörer. Gut, das Szenario sagt mir jetzt nicht so zu, aber... stehe ich? Ganz links außen. Das ist eine Position, aus der kann man sich sehr gut... aus dem Gröbsten raushalten und trotz alledem einiges versenken. Jetzt. Gefechtsstation. Na jetzt aber. Los, los! Insel, beweg dich! Wo ich sagen muss, jetzt mit dem Rumpf 3 und eigentlich, ich sag jetzt mal, voll ausgestattet, ist gar nicht mal übel. Kommt man schon ganz gut mit und die hält jetzt noch einiges aus. Insgesamt. Ja, der Captain wird ja auch immer besser. So Sachen wie automatisch ausweichen und gepackene Helferlein, die er halt hat. Der Admiral, ich weiß nicht, ob er schon Admiral ist, aber auf jeden Fall ist er noch dabei hochzuleveln. Der kann schon ein bisschen was inzwischen. Mal gucken, steht das irgendwo, was ich habe? Da vielleicht? Da stehen nur die anderen Werte, ne? Nö, da steht sie. Okay. So, dann gucken wir mal. 19,6. 21. Na, da geht noch nichts. 19,2. Er hat die Insel kaputt gemacht. Okay. Einfach so. Was? Mitglied 18? Hui. Auch ein guter Name. Hallo, Mitglied 18. Mitglied 18. Wo ich das getrennt oder zusammen sehen? Also, die beiden Wörter. Mitglied. Da hinten schwimmen ein paar Torpedos rum. Danke, danke. Und wie gesagt, auch dir einen schönen guten Abend. Ich bin gerade am Würfeln. Ich glaube, die Torpedos, die da angeschwommen kommen, dürften eigentlich nicht so wirklich meine Reichweite haben. Aber ich weiche trotzdem mal aus. Das ist, glaube ich, gesünder. Ne, siehst du, vollkommen sonst ausgewichen, aber egal. Man muss es ja nicht drauf ankommen lassen. So, 13. Treff ich. Weg ist er. Komm da weg. Ist er weg? Ist er hin? Hat er gesehen. Verdammt. Irgendwas schießt auf mich, was ich nicht sehe. Ja, Mitglied 18, danke fürs Folgen und herzlich willkommen am Hexenkessel. Genau. Das auch mal überschießen hier. Hui, ich glaube, den habe ich getroffen. Ja, böser Treffer. Geil.
Noch ein Schlachter, der auf mich ballert, okay. Na gut. Kann damit leben, er muss damit leben. Ach, der wird noch von anderer Seite beschossen. Das ist gut, das ist gut. So. War nicht so die optimale Perspektive, aber geht schon was. Hässiger Schaden. Na gut. Ich rapp mal gegen. Brauchen wir nicht. Ein bisschen beidrehen hier. Na komm. Ah. Berechnet, dass er ein bisschen nach rechts dreht. Komm. Dreh. Ah, ein bisschen. Okay. Kleinen Treffer habe ich noch erreicht. Jetzt dreht er. Na, super. Jetzt dreht er rüber. 15,8. Komm. Komm, na, komm. Schade. Sehr schade. Mal kurz eine Vollbremsung machen hier. Die hoffentlich jetzt auch nicht rechnen. Porsche fahren wir. Tja, wenn ich wohl das Target wechseln müssen, geht dann nicht anders, ne? So, Momentchen. Moment. So stimmt der Name. Darüber. Ne? Was? Wie? Was? So, jetzt habe ich es, alles klar. Jetzt habe ich den kapiert. Schon lange drüber, also über 18. Ja, ja, ja. Das ist gut. Alle Dude, jetzt habe ich es begriffen. Der hat jetzt ein bisschen gebraucht. Der hat jetzt ein bisschen gebraucht. Okay. Eine Schlacht aus der Reichweite. Finde ich jetzt aber doof. Okay. Erstmal wieder vorwärts fahren und dann, ja, sind die da hinweg, ne, würde ich sagen. Im Moment können sie mich ja eigentlich so nicht mehr treffen. Ich werde jetzt gleich nochmal eben meine Reparaturtrupps losschicken. So. Ein bisschen Leben regenerieren hier. Schiff reparieren. Da geht noch was, da geht noch was. Davon ist die Gebietsgrenze, da schwimmt einer nach, der hängt schon in der Gebiets in der Begrenzung drin, okay? Dann schnappe ich mir den jetzt mit meinen. Geh ich schon mal in die andere. Solange ich noch nicht in Reichweite bin, schon mal die Türme rumdrehen. Dann habe ich den nämlich gleich direkt vom Rohr, sobald ich. Ne? Nach rechts rüber lenkt. Auch wenn ich sie jetzt gerade nicht sehe, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Ich weiß ja, dass sie da sind. Die werden sich nicht weggebeamt haben. Was will er? Komm, West York, was? Bin mir nicht ganz sicher, was er möchte.
19,5. Mann, ist der weit weg. Ja, gut, die Kurve gekriegt da hinten. So, da komm mal ran hier. 19,4 Distanz, die kriegen wir. Was? Auch deine geliebte Kongo? Die ist rot. Rot muss tot jetzt. Also auf meiner Seite wäre doch was anderes, aber. Müssen wir jetzt erstmal so ein bisschen auf Grund schicken. Kann natürlich auch sein, dass sie gleich den Spieß umdrehen. Sehr gut möglich. Können sehen. Ah, 16,4. Der ist doch schon in Distanz. Warte mal. Machen wir als erstes Texas platt hier. Messen. Ist er? Die Kongo noch ein bisschen. Die Kongo kriegt noch eine Gnadenfrist. Die Kongo kriegt noch eine Gnadenfrist. So. Erstmal kriegt die Cleveland aufs Auge hier. Aber nur weil sie gerade so zufälligerweise hier in Reichweite ist. So. Ja, ich glaube, zwei Treffen. Und weg. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Weg ist. Der rückwärts oder vorwärts? Langsam vorwärts, ne, wie es aussieht. Mich da drüber? Ah. Texas. Unser Team hat die Führung übernommen. One Treffer. Sind da noch die beiden? Okay. Unser Sieg ist in Sicht. Ja dann. Rum mit mir. Aber das hat sich jetzt gleich erledigt. Wir haben gleich Punkte. Wir haben gleich Punktesieg. Siehst du, die Kongo ist gerettet. Nur noch 50 Punkte. Wenn die Cleveland gleich weg, Texas gleich weg ist, dann haben wir, glaube ich, schon gewonnen. Somit wird wahrscheinlich, ja, siehst du, der letzte Überlebende der Schlacht, der Gegner. Irgendwie hat er verdammt wenig Punkte jetzt, wa? Einen zerstört. Gefechtsleistung ist nicht sonderlich hoch gewesen. Na gut. So ist das halt. Aber das Gefecht ist diesmal gewonnen. Immerhin. Oh, guck mal. Wir haben eine Truhe. Wir können uns eine Truhe schlagen. Dislike. Also. So, ein Container. Und was haben wir? Was haben wir im Container? Na? Da. Beflaggung. Super. Leck ist gefährlich. Okay. Die Flaggen haben einen sehr interessante deutsche Namen bekommen, finde ich. Leck ist gefährlich. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Stream gefallen hat, lasst mir doch ein Follow da und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.